So, und damit herzlich willkommen zur dritten Map der ersten Episode von Call of Doom. Ja. Hey. Ein Wetter draußen. So. Ich hoffe übrigens, der Rechner macht auf dem Mikrofon nicht allzu viel Krach. Denn dem Rechner geht es genauso wie mir. So, da sind wir. Back to the roots. Okidoki, Toxin Refinerie Finerarica. Ferrari. Halt, wir nehmen mal hier lieber die hier. Dann locken wir nicht gleich alle Gegner mit einmal an. Wow, Alter! Irgendwann diese transparenten Viecher! Das ist nicht mal Jumpscare. Klappe jetzt. Ich find's halt auch immer witzig. Ich meine, klar, unsere Waffe macht zwar keinen Lärm, aber wenn wir so Fässer hochjagen und sowas alles, das ist ja auch so ruhig, das merkt auch keiner. Ja, da merkt man, wie relativ simpel Doom doch ist, dass quasi der Lärmpegel einfach nur danach berechnet wird, welchen Lärm wir machen und nicht die Umgebung, die wir quasi beeinflussen. Ja. So, dann haben wir den ersten Raum schon mal abgeschlossen. Sehr gut. Fliegen. Halli, hallo, die Waldfee, das macht aber einen Lärm hier. Ja, das war schon fast klar. Aha. Um mich zu überraschen, musst du schon früh aufstehen, mein Lieber. So, das lassen wir erstmal. Tür ist hoffentlich noch zu, ja, ist sie auch. Gut, dann gehen wir erstmal. Beziehungsweise wir räumen erstmal da auf. Haben wir schon gespeichert? Nee. So. Alle bedient? Sehr schön. Ich glaube, das da ist die Waffe. Wenn wir später sehen. Ich weiß halt nicht, wie die Waffe aussieht. Aber die ist geil. Also die Waffe, die ich letzte Folge meinte, die für Slot 2, die 45er Kaliber benutzt und nicht 9er. Hier nehmen wir erstmal die Schrotflinte. Okay, die Waffe haben wir sogar schon. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Komm zu Papi. Wo schießt der hin? Lass mich raus. So. Hätten wir das ja auch schon mal. Was? Ich wollte eigentlich das Fass hochjagen, aber okay, dann halt nicht. Aha. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hey, lass mich dran. Achso, wir sind eh schon voll. Sag das doch gleich. Genau. Hier haben wir alles. Ja, das hier ist ja genau auch so eine coole Waffe.
Beziehungsweise, nee, das ist die Waffe, die wir sogar schon haben. Ja. Und jetzt gibt's auch so eine zweiläufige, wo die, ne, so eine ganz alte Rifle, so eine, Rifle Association, Spaß, wo du halt zweiläufig übereinander hast. Kennt man so alte Jagdgewehre. Und ja, aber die ist halt wunderschön und sieht auch geil aus. Klar, Jagdgewehre sehen immer geil aus. Aber ist halt vom Gameplay nicht so prickelnd, weil du hast halt nur zwei Schuss. Und die kannst du nicht mal gleichzeitig abfeuern. Das ist voll unfair. Ah, genau, das da ist sie. Hat uns noch eiskalt getroffen, ich glaub's ja. So, muss ich aufpassen. Wir kommen jetzt gleich zu den Pinkies. Boah, Alter, ich liebe diesen Sound von Doom wieder. Das hat noch richtig Spaß gemacht hier. Oh. Okay, da sieht man schon, ist eine Schrotflinte mit Ringmagazin. Ist leider keine A12, aber macht genauso Spaß. Oh, da können wir uns ja mal die mal ganz kurz angucken. Tada, wie gesagt, ne, sieht man schon. Affengeiles Design. Aber wie gesagt, hat halt nur zwei Schuss und man kann die nicht mal gleichzeitig abfeuern. Weswegen sie halt gameplay-mäßig nicht wirklich Sinn macht. Aber trotzdem schön, dass es die hier gibt und dass man sie benutzen kann, wenn man einfach mal Bock drauf hat. Genauso wie den Revolver. Ich schraube mal hier ein bisschen auf, ne? So, damit haben wir wieder 200% Leben. So, die gelbe Karte haben wir ja bereits. Sehr schön. Können wir jetzt hier reingehen. Konnichiwa! Der Postmann ist da. Oh, achso. Dachte gerade, da war gerade ein Rüstungsteil, obwohl ja die Rüstung bereits, ne, obwohl statt Rüstung ja immer hier Munition rumliegt. Aber das war die Rüstung, die der Typ da gedroppt hat. Wegen dem Glory Kill. Oh, und unsere. Ja, erste. Was? Unsere erste Slot 7 Waffe. Goddammit. Ist aber nicht die, die wir haben wollen, weil ganz ehrlich, eine AK brauche ich nicht. Zumindest nicht die AK. Da gibt es später noch eine schwarze. Die sieht moderner aus. Die sieht schöner aus. So. Die brauchen wir auch nicht, weil das ist eine, naja, Sniper-ähnliche Waffe. Aber wir bekommen später für Slot 7 verordentliche Snipers. Komm, du hast auch weg. Brauchen wir nicht. Wir müssen ja mit unserem Platz haushalten. So, jetzt haben wir hier schon mal alles. Sehr schön. Komm, doch, wir gehen hier rein. Wow! Schade. Ich dachte, ein Schuss hätte gereicht, aber der Pinky muss natürlich wieder überleben. Kennt man ja. Aua! Fuck! Das mit dem Rundibett überall hängen, kennt man ja auch. Sehr schön. Hätten wir das auch abgefrühstückt? Hier ist nichts mehr. Unsere gesamte Rüstung ist weg. Na egal, wir kriegen ja nachher welche. So, da wäre Secret. Ich weiß nicht, wollen wir das machen? Ich finde jetzt die Secrets Map nicht so prickelnd. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr die Secrets Maps, haben wollt, dann spielt gefälligst selber Zoom. Wie gesagt, so berauschend sind die jetzt nicht, dass man die jetzt unbedingt im Let's Play zeigen muss. Die sind doch eher relativ langweilig. Ja.
Alter, ich muss aufpassen hier mit dem Pass. Geh mal weg hier. Weg da. So. Oh. Ich liebe die Schrotflinte. Da weiß man noch, was man hat. Aua. Zum Beispiel Schmerzen. Aua, da liegt ja noch einer. Fertig, danke. So. Hätten wir das hier auch? Oh, wir brauchen mal wieder hier, ne? Wir müssen mal wieder hier ein bisschen Medikit auf Dingsda Bumsam. Was jetzt? Genau so. Das hier. Genau. Gibt es noch Medikits irgendwo in der Map umliegenderweise? Nee, ne? Gucken wir mal ganz schnell. Jawohl, hier ist eins. Hier ist noch eins. Jetzt auch noch eins. Ja, leck mich am Arsch. Liegt hier bei allen Medikits. Na wunderbar, schon haben wir fünf. Ja, man merkt also schon, Medikits liegen relativ häufig rum. Deswegen, also, da hat man jetzt nicht so die Probleme. Man muss aber trotzdem aufpassen, dass man nicht zu viele verbraucht und dann am Ende doch keine mehr hat. Denn das wäre traurig. Oh, noch so. So, was haben wir? 200, 200? Was ist dieser, was ist der rote Kasten hier? Nichts, was wir aufnehmen können. Schade eigentlich. Man kann leider auch nicht erkennen, was es sein soll. Egal. Wir können es eh nicht aufsammeln, von daher. Lassen wir das doch einfach mal liegen und gehen direkt ins Ziel. Yay! Munitionstechnisch sind wir auch voll. Ja, gleich mal gucken, ob wir hier auch wirklich alle Waffen, ne? Aha, war ja wieder klar. Danke. Haben wir noch mehr Pistolenmunition hier vor dem Fliegen? Ja, haben wir gerade aufgesammelt. Wir haben noch keine taktische Schrotflinte, ist doch nicht dein Ernst. Nee, nee. Egal. Ab ins Ziel. Danke. So, dann sehen wir uns in der nächsten Map wieder. Schau mit. Oh.